Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es mal ein Nail-Tutorial. Ich zeige euch nämlich heute, wie ihr ganz, ganz einfach und super günstig eure Nägel zu Hause selber machen könnt, ohne zu teuren Maniküre zu gehen. Und dafür braucht ihr einfach nur ein Set und das verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das Set enthält einen Nail Cleaner, mit dem ihr eure Nägel von Ölen befreien könnt, von natürlichen Ölen, damit das Ganze einfach länger hält. Das ist ja das Ziel bei uns, dass unsere Maniküre zu Hause so lang wie möglich hält. Dann ist noch ein UV Hard Base mit dabei, mit dem man die Grundlage schafft für den UV-Lack. Dann sind in dem Set natürlich verschiedene UV-Gel Farben enthalten. In diesem Fall nehme ich die Farbe Silk in der 70433. Dann ist in dem Set auch noch ein UV-Gel Polish Top Shine Bright Coat mit dabei, den man sich anschließend auf den Farbton aufträgt, einfach damit das länger hält, wie der Name schon sagt, als Top Shine Bright Topper und eben damit das Ganze sehr schön glänzt. Dann sind auch noch ein paar Rosenholzstäbchen mit bei, mit denen man eben hier unten mit der Spitze überschüssige Farbe entfernen kann. Und hier die Seite ist dafür gedacht, dass man sich überschüssige Nagelhaut wegschieben kann bzw. entfernen kann. Dann ist noch diese Feile enthalten, die zwei verschiedene Oberflächen hat. Auf der einen Seite ist sie nicht ganz so rau, weil man hiermit eben seine Nägel anpolieren soll. Und auf der anderen Seite hat man eine rauere Feilenseite. Dann ist hier noch eine zweite Feile mit dabei, die nochmals rauer ist, die man eben zum Feilen der Nägel benutzen kann. Und dann ist natürlich auch diese UV-Lampe mit im Set mit drei verschiedenen Zeiteinstellungen, 30 Sekunden, 60 Sekunden und 99 Sekunden. Das Set enthält außerdem einen Aceton-UV-Gel-Polish-Remover, mit dem ihr eben das UV-Gel entfernen könnt, wenn ihr eure Nägel zuvor schon einmal gemacht habt. Das brauchen wir in diesem Fall nicht, weil ich aktuell nichts auf meinen Nägeln drauf habe. Ich habe meine Nägel nun schon vorbereitet im Vorfeld. Ich habe sie ungefähr so zugefeilt, wie ich sie haben möchte von der Form. Und auch schon mit diesen Stäbchen meine Nagelhaut zurückgeschoben. Soweit ist also alles vorbereitet und als erstes benutze ich den Nail Cleaner, um eben, wie bereits erwähnt, meine Nägel von den Ölen zu befreien, sodass der UV-Lack länger hält. Eigentlich sind in diesem Set dafür auch noch extra Wattpads mit dabei an so einer Rolle. Da ich sie aber jetzt gerade nicht parat habe, benutze ich einfach ganz normale Wattepads und das geht genauso gut. Dann nehme ich diese Feile hier mit den zwei verschiedenen Oberflächen und nutze die nicht ganz so raue Seite, um meinen Naturnagel damit leicht zu polieren und eben leicht anzurauen. Dann sehen eure Nägel in etwa so aus. Also man sieht schon, dass sie leicht angeraut sind. Sie sind so ein bisschen weißlich und jetzt sind sie perfekt vorbereitet, um mit dem UV Hard Base weiterzuarbeiten. Ich trage nun eine Schicht der UV Hard Base auf und lasse sie das erste Mal unter diesem Gerät hier leicht aushärten und das zeige ich euch jetzt. So, ich habe nun die UV Hard Base aufgetragen und schiebe das Ganze jetzt für 60 Sekunden unter diese Lampe hier. Legt sie wirklich komplett drunter. Ihr merkt dann schon, dass die Nägel etwas heiß werden, aber das ist wirklich nur für ein paar Sekunden und danach ist das wirklich gar kein Problem mehr. Also es ist nicht total unangenehm. Und das Gute an dieser Anzeige ist, dass ihr hier sehen könnt, wie viele Sekunden das Ganze noch braucht. Nach der Lampe sieht das Ganze so aus, also ihr seht schon, dass das schon etwas glänzender ist. Hier ist jetzt etwas Schwitzschicht drauf. Achtung, die müsst ihr auf jeden Fall drauf lassen, die dürft ihr nicht entfernen. Und jetzt kommen wir zum besten Teil und zwar zum Auftragen der Farbe. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Farbe Silk genommen und trage die jetzt auf meine kompletten Nägel auf. Das Ganze mache ich zweimal, aber das seht ihr ja jetzt.
Wie ihr seht, ich nutze wirklich sehr, sehr wenig als erstes und trage, wie gesagt, die erste Schicht jetzt auf, tue das Ganze dann in die Lampe und dann kommt die zweite Schicht drauf. Nach 60 Sekunden sieht der Lack dann in etwa so aus. Er ist jetzt leicht ausgehärtet, beziehungsweise die erste Schicht ist jetzt ausgehärtet. Und ja, ihr könnt sehen, dass teilweise der Lack jetzt nicht perfekt ist, aber deswegen kommt jetzt die zweite Schicht drauf. So sieht der Lack nun nach der zweiten Runde 60 Sekunden Aushärten aus. Man sieht, die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön deckend geworden und der Ton gefällt mir sowieso super, super gut. Ich lasse die, wie ihr gesehen habt, meine Nägel gerne 60 Sekunden lang aushärten. Bei der zweiten Schicht reicht es eigentlich, wenn ihr einfach auch nur 30 Sekunden die Nägel aushärten lässt. Aber ja, sicher ist sicher, deswegen lasse ich 60 Sekunden immer drinne. Und ja, so ist das Ergebnis. Auch hier ist wichtig, dass ihr die Schwitzschicht drauf lasst und die Nägel nicht davon befreit. Und nun trage ich den Top Shine Bright Top Coat auf. Mit dem Top Coat umschließt ihr die Farbe nochmal und so wird das Ganze einfach viel, viel länger haltbar gemacht. Und außerdem scheint und strahlt der Nagellack einfach viel, viel schöner und ist eben nicht so matt. Wie ihr gesehen habt, gehe ich gerne nochmal vorne an der Spitze entlang mit dem Topcoat, so in der Form. Einfach damit vorne an den Nagelspitzen, sage ich mal, wo man immer so greift, ne, man greift ja mit seinen Händen sehr, sehr viel am Tag und ja, damit das wirklich sehr gut ummantelt und umschlossen ist und den Überschuss hier, den ihr seht, genau, bevor ich ihn aushärte, entferne ich den Überschuss mit diesem Schieber hier, mit dem man auch seine Nagelhaut wegschieben kann und entferne den Überschuss einfach, damit der sich nicht mit aushärtet. Wenn was nicht perfekt weggegangen ist, hier seht ihr das zum Beispiel, da habe ich auch nicht ganz perfekt sauber gearbeitet, das ist gar kein Problem. Hier die Farbe geht mit zwei, dreimal Händewaschen wieder weg. Und genau, jetzt habe ich den Topcoat einmal komplett aufgetragen und auch diesen schiebe ich wieder für 60 Sekunden unter die UV-Lampe und lasse das Ganze schön aushärten. So, und das ist nun das fertige Ergebnis vorerst. Im letzten Schritt geht ihr aber nochmal wieder mit dem Nail Cleaner über eure Nägel und entfernt hier in diesem Fall die Schwitzschicht. Denn das war jetzt der letzte Schritt des Nägel machen, sage ich mal. Und genau, deswegen muss die Schwitzschicht hier entfernt werden. So. Und zu guter Letzt mache ich das Ganze noch mit meiner anderen Seite, denn ich habe mich in diesem Fall erstmal nur auf die linke Seite konzentriert. Ja, das mache ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Gesehen habt ihr es ja jetzt einmal. Und ja, los geht's!